Hallo Mitspieler, mein Name ist Salo Riot und ich begrüße euch zur 599. Episode dieses City Skylines After Dark Snowfall Natural Disasters Mass Transit Concerts und Green Cities Let's Plays. Ja, da liegt sie ruhig im Morgengrauen. Wobei, ist das Morgengrauen? Könnte man beinahe noch sagen, ja, wie auch immer. Nach der letzten Aufnahmesession, ich nehme immer mehrere Episoden hintereinander auf, habe ich mein aktuelles Safe Game völlig entnervt in mein Forum gestellt, www.daloriot.de, Schleichwerbung, haha, weil mich dieses eine Problem hier völlig angenervt hat. Ich zeig's mal nochmal, und mal die Lupe. Und zwar die Geschichte hier, ich halte mal an. Und zwar gibt es einen Bus, der hier langfahren sollte, was er aber nicht macht. Der biegt hier vorher irgendwie ab. Und zwar hier. Zack. Da seht ihr am Blinken. Kurz. Und fährt hier den absoluten Umweg. Nee, das ist. Na, ich sollte die Linie mal separieren, damit man sie besonders sehen kann. Jetzt fährt sie hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Autobahn. Aber nicht hier geradeaus. Wie gesagt, ich habe mir ein Safe Game, Episode 598, das Safe Game habe ich ins Forum gestellt, in meine Dropbox. Und der Ghost Rider hat sich das mal angesehen. Er hat das Problem auch lösen können, oder hat aber nicht explizit gesagt, woran es lag. Das ist jetzt völlig nervig. Aber er meinte, dass das an Traffic Manager eventuell an den Restriktionen und an den Geschwindigkeiten lag. Und dabei kommt mir ja, ich sag mal, eine kleine Idee. Ups, hat sich veroberisch, ungünstig. Und zwar, das hier unten ist ja, ich sag mal, dicke Straße einfach nur, auf der 60 gefahren wird. Und diese Umleitung, auf dieser Umleitung dürfen sie 100 fahren, beziehungsweise haben überhaupt ja keine Streckenbegrenzung. Und vielleicht ist das einfach rechnerisch schneller hier lang zu fahren, als hier diesen kurzen Weg geradeaus. Und das würde ich einfach gerne nochmal, was heißt gerne nochmal, das würde ich einfach mal probieren wollen. Ob das eine Änderung bringt. Also wir separieren uns erstmal den Bus, damit wir auch den richtigen hier raussuchen. Zack, das ist er hier. Ist das die freie Ecklinie? Wie ist die so? Ne, die ist doch anders, oder? Ist die nicht anders? Okay. Wir machen sie mal alle aus. Und scrollen hier mal ein bisschen rum. So, wir können ja auf der Stelle bleiben. Da. Freideck, ja. Ja, eine sehr ineffiziente Linie. Auch das hat der Ghost Rider festgestellt. Aber ist mir nun egal. Ich will, dass die funktioniert. Beziehungsweise will ich den Fehler erkennen. So, schauen wir sie nochmal an. Wie gesagt, die verbindet hier den Flughafen hier mit dem Freideck. Freideck ist so ein kleines bisschen, ja, mit einer roten Meile, um es mal so zu sagen. Hier ist ein bisschen Party. Gut, biegt hier ab, fährt hier runter über das Kreuz, biegt hier ab. Macht meiner Meinung nach einen riesen Umweg hier über das Kreuz. Und schleicht sich dann hier wieder von unten durch die kalte Küche an, um am Flughafen die Leute aufzunehmen bzw. abzuwerfen. Gut, euch machen wir mal aus. Machen wir noch irgendwas aus? Ne, U-Bahn können wir anlassen, die stört nicht. So, und wir starten mal hier an dem Ende, weil wir dürfen hier Bus 60 fahren. Guck mal her. Verkehrsschilder 120 und macht da mal unterirdisch an. Page up, page down, wisst ihr ja, also Seite hoch, Seite runter. So, anklicken, Shift gedrückt halten, damit er bis zur nächsten Unterbrechung das Schild einfügt. Seht ihr hier? Hier verändert sich was. Müssen wir nochmal. Müssen wir so weitermachen. Bin echt gespannt, ob das eine Lösung sein könnte. Weil das ist ja eigentlich kaum vorstellbar. Auf dem kurzen Stück. Und ihr seht ihr hier, das hier sind Teile, Streckenteile, die ich noch nicht neu gebaut habe. Hier sind noch die Einschränkungen, dass hier keine Polizei, keine Feuerwehr, keine Müllwagen und so langfahren dürfen, weil die sollen ja auch in ihren eigenen Bereichen bleiben. Und alle, wo diese Einschränkungen nicht sind, das habe ich neu gebaut, aus diesem Grund. Verzweiflung sozusagen. So, klick, 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 klick. Den und den.
und den. Da müssen wir eigentlich durch sein. Ha, kein, echt gespannt, was jetzt passiert. Haben wir ihn? Nee, passiert nichts. Ha. Er möchte immer noch unten lang fahren. Ich dachte, dass das die Lösung wäre. Ansonsten. Ja, ansonsten fällt mir dazu nichts ein. Man, ihr könnt jetzt hier die Strecke, wo er jetzt lang fährt, wesentlich langsamer machen muss. Dann müssten ja praktisch alle anderen Fahrzeuge drunter leiden. Sozusagen. Echt komisch. Könnte sonst sein? Ampeln sollten da nicht stören. Oder ich weiß nicht, ob Ampeln mit in die Rechnung reingehen. Auch unterirdisch. Richtungspfeiler haben wir gar nicht. Das ist alles, wie gesagt, neu, bis auf diese kleine, kurze, gerade Stück hier. Das hier, wo diese Schilder mehr oder weniger doppelt sind. Ich meine, gut, ich kann das einfach auch nochmal rausnehmen. Ich meine, ja, dann sind wir mal dabei. Bagger unterirdisch wäre gewünscht. Ja, das müsste ungefähr sein. So, nee, Quatsch, wir brauchen hier das Ding mit Schiene. Unterirdisch, natürlich. Achso, wir müssen ja wieder in 12 Einheiten bauen. Nervig. Das sind 13, genau. Okay, frische, nagelneueste Straße. Und ihn. Vielleicht noch mal ein bisschen laufen lassen. Nee. Bringt nichts. Ha. Naja, und die Einschränkungen. Also, ja. Ja, Servicefahrzeuge, Müllfahrzeuge und so weiter dürfte dem Bus ja per se nicht interessieren. Na gut, war ein Ansatz von mir, nochmal der Sache irgendwie beizukommen. Eine Idee? Ja, kann ich den Ghost Rider bloß bitten, mir im Forum doch mal Bescheid zu sagen, woran er nun explizit lag. Die Linie ist völlig unwichtig und es kann auch durchaus sein, dass ich die lösche, weil sie halt eben ja nicht effizient genug ist. Aber ich möchte gerne wissen, woran das liegt, dass das Ding hier nicht lang fährt. Und schreib bitte so, als wenn du mit einem Sechsjährigen redest. Also, oder naja, nicht mit einem Sechsjährigen. Schreib's mal so, dass man das, wenn es geht, versteht. Das wäre echt super. Ja, dann wenden wir uns wieder dem zu, was wir ansonsten gemacht haben. Kann ich eigentlich hier drin bleiben? Und zwar habe ich mich gerade um Tramlinien gekümmert. Die hier sind das nämlich. Die hier. Diese Linie habe ich gerade überarbeitet. Also ich überarbeite gerade mein komplettes Verkehrsnetz. Ich werde erstmal die bestehenden so machen, dass sie mir gefallen. Und dann, ja, ergänzen sozusagen. So, und ich habe im Forum gelesen, da hat jemand geschrieben, ich habe den Namen jetzt leider nicht abgriffbereit, sorry, dass es ein Maximum gibt von 50 Haltestellen. Kann das jemand unterschreiben? Weiß man da was? Ich habe auch nachgefragt im Kommentarbereich. Hey, gib mir mal einen Link, das würde ich gerne selber irgendwo lesen. Nicht, dass ich ihm nicht glaube, das will ich ja keinem unterstellen. Aber bis jetzt hat jede Linie eigentlich funktioniert. Meine, gut, ist ja auch nicht auszuschließen, dass die Linien, die hier so mörderisch lang sind, dass die auf das Gesamtsystem halt eben ja, einen negativen Einfluss haben und deswegen das an der Stelle da unten nicht funktioniert. Will ich aber kaum glauben. Ja, also wenn du da irgendwas genaueres wisst, sag mir Bescheid auf 5 Passagiere. Gut, ist auch mehr oder weniger nagelneu. Ich habe das in der letzten Episode, habe ich hier diese Linie sozusagen gesplittet. Die ging, ne, das Ding ist so groß, also wirklich. Die ging hier zickzackmäßig auf der rechten Seite runter und auf der anderen Seite dann zickzackmäßig wieder hoch. Die habe ich unterbrochen bis hier. Und die werden wir jetzt neu ergänzen, sozusagen. So, und zwar ihn hier. Ihn. Und dann fangen wir einfach hier unten los.
Überlegen, wie machen wir das am schlausten? Also, dann haben wir auch beide Seiten schön hier. Ja, fahren wir in die Richtung. Und im Grunde genommen ist das ja geschlossen hier, dieses Bahnsystem. Also von der Schiene an sich. Doch hier muss ich dann ein bisschen aufpassen. Moment, der sucht sich auch hier irgendeinen abgefahrenen Weg oder was? Von wo kommt er denn jetzt? Ist blöd, dass man die Farbe ja nicht sieht, aber er scheint, also hier unten fange ich an, scheint er hier einen schnelleren Weg zu finden, hier irgendwie lang. Gut, weil ich habe ja System, so von wegen, was die Abstände der Haltestellen betrifft. Das heißt, ich werde hier einfach erstmal den ungefähren Weg so ein bisschen festlegen und dann die Haltestellen verteilen. So. So, dass es einigermaßen logisch für ihn ist und der sich keinen anderen Weg suchen kann. Kommen wir hier wieder zurück. Auf der Seite. Ja, und hier oben haben wir die Schleife zum Drehen. War ja vorher auch so, die können wir weiterhin benutzen. So, einmal den. Wollen wir den hier kreuzen oder lasse ich den da abbiegen? Nee, mache ich andersrum. Weg. Du gehst hier oben hin. So, und jetzt irgendwie zurück. Da müsste er sich doch an und für sich den Weg genau parallel zurücksuchen. Ja, macht er auch. Ja. Okay. So, ich halte mal an, weil dann ist das Station setzen ein bisschen einfacher. Was ist los, Kollege? Willst du noch nicht? Na, muss ich den Weg erstmal noch richtig plotten und so weiter. Dauert ein paar Sekunden. Fragen wir derzeit doch mal hier eine Fähre ab. Was ist denn da so los? Oh, ein Passagier die letzte Woche. Eieieiei. Liniendetails. Oh, hier stehen mal 6. Hier stehen mal 8. Insgesamt stehen 56 Passagiere an 36 Haltestellen. Die fahren wirklich alle hintereinander los. Ja. Nicht so ideal. Also eigentlich müsste sich das doch mehr über die Länge verteilen. Ich meine, nun haben wir schon diesen Abstandsdingens drinne. Und im Endeffekt bringt der auch nicht besonders viel. Klick. Hast du nun deine Linie hier endlich zusammengeformt? Warum nicht? Was ist das Problem? Mach doch mal. Einmal den. So, jetzt sieht man mal die neue. Wo haben wir die? Hier. Und V. Du bist aber nicht rechts, du bist die linke Seite. Dann kriegst du hier auch irgendwie eine angenehme Farbe dazu. Und irgendwie hat er auch überhaupt ja keinen Bock, kein Gefühl. Kinders. Was denn los? Warum macht er das nicht? Irgendwas stresst ihn. Warum blinken hier ein Fahrgast? Blinken die hier auch? Na gut, die blinken auch. Nicht wichtig. Ein Fahrzeug, 10 Haltestellen. Also. Ding scheint doch irgendwie im Netz zu sein, aber er zeigt sie nicht an. Das macht es an und für sich nicht wirklich einfach. Also die Haltestellen hat er schon irgendwie zur Kenntnis genommen. Mag sie aber noch nicht machen. Wie gesagt, ich bin ja bereit, ein bisschen Zeit einzuräumen. Mir kommt das jetzt schon von der Sache her sehr lang vor. Sollte ich die Zeit anhalten? Ah, okay. Er denkt noch dran, er hat es noch im System drin. Die Maus wegnehmen.
Hat er sie? Er hat sie. Okay, dann können wir anfangen, Pfeile zu zählen, weil das ist halt das neue System. Ich habe ja gesagt, so, alle 6 Pfeile, hier sind ja praktisch diese Richtungspfeile, alle 6 setze ich eine Station. Dann haben wir immer einen einigermaßen gleichen Abstand. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Stimmt. Ein Fehler. Ich habe gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zur Sicherheit. Da und da. Oh, da braucht er natürlich auch wieder seine Gedenkstunde. Oh, und da haben wir schon wieder einen Fehler gemacht. Irgendwas haut den hier hin. Muss man aufpassen, weil irgendwie plottet er sich dann eine neue Linie. Das sieht man dann, wenn einer dran vorbeifährt. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ja fast gut getroffen. Links plus 5,8 ist auch nicht so wichtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ruhig ein bisschen weg von der Kreuzung, ist mir ganz recht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie gesagt, soll keine Wissenschaft sein hier mit diesem Abstand. Aber bloß so halt eben ungefähr. 1, 2, 3. Kommst weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rausscrollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hier hinten hin noch eine vor der Kreuzung. Ja, dann ist es halt so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm mal mit. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ungefähr hier. Hey. Ah, er macht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich hab noch die Haltestelle an der Nadel. Das passiert auch gerne mal. Also, ich hab geklickt und er hat die nicht gesetzt anscheinend und die hängt jetzt immer noch hier am Mauszeiger dran. Also ich muss nochmal deutlich klicken und dann hat er es auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ungefähr hier. Ja, dieser 6-Pfeile-Abstand. Was ist jetzt los? Warum hat er die nicht gesetzt? Keine Ahnung. Habe ich mir von der Sache her so ausgedacht. Also, ob das nun gut ist, ob das zu kurz ist, ob das zu lang ist, hängt die wieder an der Maus dran, ja. Jetzt. Da könnt ihr euch gerne im Kommentarbereich drüber auslassen. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Systeme. Oh, hier ist vielleicht wieder was passiert. Hier fahren jetzt auf einmal zwei lang. Das ist nicht richtig. Nochmal. Oh, alle lachen. Heißt, ich habe ihn gesetzt. Hier auch. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mir hängt schon wieder eine Station hier an der Nadel. Mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, genau auf der Kreuzung. Jetzt Entscheidung. Pass auf, wir machen mal folgende, dann machen wir einen hier und einen hier. Aha, weil hier kommen sie ja von rechts und wenn sich das ein bisschen staut, dann soll sich das ja, wenn es geht, nicht über die Kreuzung stauen. Das wäre doch super. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier käme die nächste ungefähr hin. Bin schon ein langes Ding wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieder so ein Kreuzungsdingens. Naja, dann machen wir dem nochmal. Vielleicht ist das ja was Gutes. Was uns hier mal gerade einfällt. Man weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir lacht. Und haben wir lacht. Weiter geht's. So, du fliegst raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, mit diesem Abstand macht sich das ja relativ easy, weil man im Grunde genommen kaum nachdenken muss. So, hier ist irgendwas? Nee. Muss ich mal gucken. Gut, hier gehen nach oben und unten gehen Straßen ab. Und hier möchte ich natürlich nicht, dass die sich dahinter so stauen. Also
schiebe ich das Ding hier ein bisschen weiter dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hier hin. So, zack, dann kommt die hier weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ist die lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier in der Mitte. Ein da. Oh, oh. Ist das richtig rum? Nee. Ist hier noch Andreas rum. Einmal so. Und einmal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dorthin. Na. Hier gibt es kein Lachen mehr. Hier wohnt noch keiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5, 6er. Müsste eigentlich auch bald da sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kofik, zufällig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind an der Wendeschleife. Und da würde hier einer hinkommen und den nehmen wir noch mit. Das ist vielleicht ganz gut. Hier führe ich vielleicht eine Buslinie vorbei, wo dann Umsteiger umsteigen können. 1, 2, 3, 4, 5. Ein weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mach ich hier hin. Obwohl, nee, mach ich hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oh. Da fängt eine neue Linie an, genau. Haben wir das endlich? Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wie auch immer. Aber die Linie, würde ich sagen, steht. Sehr schön. Das war vorher halt eine Linie mit, ich sag mal, über 100 Stationen. Und jetzt müssten das 2 sein. Ja, eine mit 82. Und das haben wir gerade gemalt mit 65 Stationen. Naja, wenn das wirklich so ein Limit gibt, dann ist das natürlich keine tolle Sache. Aber ja, nun ist er da. Was soll man machen? Und wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.